Oh, du bist immer noch hier? Super, dann scheint dich das Kapitel genauso sehr zu interessieren wie mich. Wenn ich mich nicht gerne mit Mathematik beschäftige, gehe ich übrigens auch gerne wandern. Der nächste Berg für mich ist der Schneeberg. Wenn ich rauf und wieder runter gehe, dann sind das laut Karte ziemlich genau 22,75 Kilometer. Da ich öfter wandern gehe, weiß ich schon, dass ich durchschnittlich 3,5 Kilometer pro Stunde zurücklegen kann. Kannst du mir jetzt dabei helfen, herauszufinden, wie viele Stunden ich für diese Bergtour brauchen werde? Stoppe jetzt einfach das Video, um selbst eine Antwort zu finden. Um zur Lösung zu gelangen, müssen wir also die Division 22,75 durch 3,5 lösen. Um den Divisor in eine natürliche Zahl umzuwandeln, müssen wir also den Dividenden und den Divisor mit 10 multiplizieren. Dadurch erhalten wir 227,5 durch 35. Wie wir sehen, liegt der Dividend immer noch als Dezimalzahl vor. Gut, dass wir bereits besprochen haben, wie wir solche Aufgaben lösen. Wir beginnen also. 35 geht in 227, genau 6 mal, bleibt 17 Rest. Wir erinnern uns, wenn wir jetzt die erste Stelle nach dem Komma herabschreiben, müssen wir beim Quotienten ein Komma setzen. Also nächste Stelle 5 herab und das Komma setzen. 35 geht in 175, genau 5 mal bleibt 0 Rest. Perfekt! Für diese Bergtour werde ich also 6,5 Stunden benötigen. Nachdem ich wieder zu Hause angekommen bin, entspanne ich mich meistens, indem ich mir im Fernsehen einen tollen Mathematikfilm anschaue. In einem davon muss ja die Hauptperson die Division 125,44 durch 4,9 lösen und kam auf die Lösung 256. Diese Lösung machte mich stutzig. Das kann doch gar nicht stimmen. Kannst du das Beispiel für mich noch einmal durchrechnen und mir erklären, wo der Fehler liegt? Danke dir. Ich werde es auch probieren. Schauen wir, ob wir auf die gleiche Lösung kommen. Also, rechnen wir erst einmal selbst nach. Bei 125,44 durch 4,9 müssen wir den Dividenden und den Divisor wieder mit 10 multiplizieren und erhalten 1254,4 durch 49. 49 geht in 125, 2 mal bleibt 27 Rest. Nächste Stelle 4 herab und 49 geht in 274, 5 mal bleibt 29 Rest. Wie vorher schreiben wir nun die nächste Stelle 4 herab und setzen ein Komma beim Quotienten. 49 geht in 294, genau 6 mal bleibt 0 Rest. Das richtige Ergebnis lautet also 25,6. Vergleichen wir unsere Lösung mit der aus dem Film, so sehen wir, dass die Figur im Film vergessen hat, das Komma zu setzen, nachdem sie die erste 4 hinuntergeschrieben hat. Somit kommt sie leider auf ein falsches Ergebnis. Merken wir uns das, damit uns nicht so ein fataler Fehler passiert. Gut, das war's jetzt leider. Wenn du alle Beispiele richtig lösen konntest, dann kannst du stolz auf dich sein, denn damit hast du das Kapitel gemeistert. Wenn nicht, dann mach dir keine Sorgen. Fehler passieren, wie man sieht, sehr leicht. Übe einfach doch ein bisschen mit Beispielen aus deinem Buch oder schau dir noch einmal das Erklärungsvideo an.